Städtebauförderung. Städte und Gemeinden in ganz Deutschland zeigen, wie positiv Städtebauförderung wirkt. Im Rostocker Stadtteil Teutenwinkel feiern Groß und Klein die Einweihung des neuen Bürgerparks, der unter starker Mitwirkung der Anwohnerinnen und Anwohner entstanden ist. Ich habe hier so einen Zettel ausgefüllt und dabei habe ich aufgeschrieben diese Kletterwand und jetzt steht sie da. Das ist richtig cool. Und mir wurde auch berichtet, dass gerade die Kinder und die Jugendlichen aus dem Stadtteil hier schon in der Planungsphase ganz aktiv einbezogen wurden. Und das finde ich als Mutter total toll, dass Kinder sehen, dass sie selber was bewirken können in ihrer direkten Umgebung, indem sie sich was wünschen. Und ein, zwei Jahre später ist es dann tatsächlich auch gebaut. Und wozu führt das? Nämlich, dass diese Menschen besonders stolz darauf sind, dass sie ihre Kameradinnen und Kameraden sagen können, guck mal, das habe ich mir gewünscht. Und das führt auch gleichzeitig dazu, dass man besser darauf aufpasst. Nämlich, ich war ein Teil von dem Ganzen. Und auch dieses Gefühl, ich kann mir was wünschen und es wird umgesetzt. Keine Erfolgsgeschichte ohne Vorgeschichte. Heute leben knapp 15.000 Menschen in Teutenwinkel. Nach der Wende 1990 war die Bevölkerungszahl in dem zu DDR-Zeiten nicht vollends fertiggestellten Wohngebiet zurückgegangen. 2005 erreichte sie ihren Tiefstand. Anwohnerinnen und Anwohner wie die Ortsratvorsitzende Anke Knitter, seit den 1990er Jahren in Teutenwinkel zu Hause, wollten sich damit nicht abfinden. Der Stadtteil war konzipiert für andere Vorstellungen und Anforderungen an Wohnen und auch an das Wohnumfeld. Und ich selbst habe es noch erlebt mit Matsch überall, dass man quasi mit Gummistiefeln herumlaufen musste. Und demgegenüber hat sich unheimlich viel getan. Dann war die Herausforderung einerseits die endgültige Fertigstellung und andererseits sich anzupassen an neue Ansprüche, an neue Erwartungen. Ja, die Städtebauförderung hat uns gute Unterstützung gegeben bei dem Umbau des Stadtteils. Jetzt wollen die Menschen aber auch noch was für die soziale Begegnung haben. Den engagierten Teutenwinklern gelang im Jahr 2006 die Aufnahme in das Förderprogramm Soziale Stadt. Dies ermöglichte unter anderem die Anstellung eines Quartiersmanagers. Bürgerbeteiligungsprozesse sind immer aufwendig und schwierig, aber immer lohnenswert aus meiner Sicht. Wir haben im Fall des Bürgerparks Teutenwinkel das, glaube ich, wirklich gut geschafft. Und der fertige Bürgerpark zeigt eigentlich, dass da wirklich dem auch Gehör geschenkt wurde und dass die Interessen und Wünsche der Anwohner hier wirklich Berücksichtigung gefunden haben. Darüber hinaus braucht Teutenwinkel aus meiner Sicht unbedingt mehr Orte der Begegnung. Wir sind ein Viertel, wo sehr, sehr viele Leute sehr gerne wohnen, aber nicht viele Möglichkeiten haben, abseits der sozialen Träger, die es hier gibt, sich zu treffen, sich zu begegnen. Ein kleines Café, eine Kulturbühne, so eine Orte wie den Bürgerpark, drinnen und draußen Orte der Begegnung schaffen. Das ist, denke ich, was, woran wir noch weiter arbeiten sollten. Was in Teutenwinkel an Angeboten noch fehlt, all das finden die Bewohnerinnen und Bewohner des Petri-Viertels in Laufweite. Auch das innenstadtnahe Neubauquartier ist eine Rostocker Erfolgsgeschichte im Zeichen der Städtebauförderung. Vor Sanierungsbeginn 2005 stellten sich zahlreiche Herausforderungen. Regelmäßiges Ostseehochwasser, schlechter Baugrund und Altlasten. Gerd Stolle betreute das Großprojekt über viele Jahre. In diesem Gebiet haben wir den ganzen Komplex an Möglichkeiten der Städtebauförderung ausgenutzt. Hier ging es darum, wirklich von 0 auf 100 alles zu machen. Sie mussten die Grundstücke ankaufen, sie mussten die Grundstücke freilegen, sie mussten eine Bodenordnung dort machen, sie mussten die Grundstücke wieder veräußern, die Straßenwege, Plätze und sie mussten sogar die gesamte Ver- und Entsorgung des Gebietes organisieren und bauen. Also das ist schon eine Herausforderung und mit Hilfe der Städtebauförderung ist es uns gelungen, dieses Gebiet in einer relativ schnellen Zeit und überschaubar zu entwickeln. Die Quartiere Petriviertel und Teutenwinkel haben eine positive Entwicklung vollzogen. Das Richtung Ostsee gelegene Lichtenhagen macht sich gerade auf den Weg dorthin. Die Menschen wollen das Image aus den 1990er Jahren endlich hinter sich lassen. Seit 2021 gibt es eine Quartiersmanagerin für die Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner. Hallo!
Die meisten EinwohnerInnen, die hier ankommen, haben meistens schon einen spezifischen Wunsch. Und durch Instrumente wie dem Verfügungsfonds oder den Bürgerprojekten habe ich die Möglichkeit, mir diese Wünsche und Bedürfnisse anzunehmen. Also zum einen werden Spielplätze immer wieder thematisiert. Allerdings gibt es auch viele EinwohnerInnen, die sich wünschen, dass die Fläche, die vor ihrer Wohnung steht, genutzt werden kann. Und dass wir einfach mit Aufwertung, mit irgendwelchen Bänken, mit Spielgeräten die Leute animieren, sich vor Ort aufzuhalten und eben Begegnung ermöglichen. Mit dieser positiven Einstellung ist vor Ort einiges möglich. Und das ganz im Sinne einer nachhaltigen Städtebauförderung, die im Alltag der Menschen ankommt. Wir sind sehr dankbar für die Städtebauförderung, die es gibt. Und ja, es ist großartig zu sehen, dass Menschen das dann auch nehmen. Man kann ja vieles planen und am Ende gilt es, was verwirklicht wird. Also die Städtebauförderung haben wir jetzt auf einem sehr hohen Bestand mit 790 Millionen jährlich. Wenn es nach mir geht, können wir da auch noch ein bisschen was drauflegen. Und das ist ein ganz, ganz wunderbares Beispiel. Vor Ort wird genau gesagt, wie die Umsetzung ist. Und der Bund und die Länder setzen den Rahmen und geben das Geld. Ich bin super zufrieden mit dem Tag. Es hat alles hervorragend geklappt. Und ich schaue in ganz, ganz viele zufriedene Gesichter. Ich würde sagen, rundum perfekt. Und ich werde jetzt einfach noch ein bisschen das Fest genießen und freue mich sehr, dass wir den fertigen Bürgerpark hier jetzt haben. Ja.